Ansprechend. Der Podcast für professionelles Sprechen. Um Sprechprofi zu werden, brauchst du eine saubere Aussprache, die sogenannte Standardlautung. Um herauszufinden, was das genau ist und warum man die eigentlich braucht, habe ich heute Deutschlandfunksprecher und Sprechtrainer Joachim Eich eingeladen. Hallo Joachim. Hallo Andi. Morgen. Morgen. Bei unserem ersten Treffen sagtest du mal, dass deine Aussprache zu jeder Zeit richtig ist. Wie kannst du dir da so sicher sein? Also ich weiß nicht, ob du mich da richtig zitierst. Wenn ich das so gesagt haben sollte, dann stimmt das. Und ich würde das einschränken darauf, dass ich in allen beruflichen Situationen und in allen relevanten, wichtigen Situationen Standardlautung spreche. Ich spreche nicht Standardlautung, wenn ich mit meinem Bruder rede, der im Münsterland wohnt, oder mit meiner Mutter. Ich bin ja im Ruhrgebiet aufgewachsen. Ich spreche auch überhaupt nicht Standardlautung, wenn ich wütend bin oder wenn ich sehr erregt bin oder auch wenn ich fluche. Also immer wenn ich etwas außer mir bin oder wenn die Situation es nicht unbedingt erfordert, dann falle ich auch zurück ins Westfälische. Mhm. Wozu sollte man deiner Meinung nach denn die Standardlautung lernen, wenn man Sprecherin werden will? Ist es denn nicht viel authentischer, wenn du jetzt im Westfälischen bleibst und ich im Westerwälderischen? Also mit der Aussprache, die Aussprache benutzt, mit der man groß geworden ist? Ja, das ist wahnsinnig authentisch, aber die Frage ist, ob die Menschen einen immer als authentisch wahrnehmen wollen. Wenn ich zum Beispiel Nachrichten spreche im Deutschlandfunk, dann sind die für ganz Deutschland. Und es ist so, dass wenn ich Standardlautung spreche, jede in Deutschland mich versteht. Noch nie hat sich jemand beschwert, dass in der Tagesschau irgendwie unverständlich gesprochen wird oder im Deutschlandfunk bei den Nachrichten. Also das ist ein Standard, wie der Name Standardlautung schon sagt. Und die Dialekte und die Regiolekte, also Westfälisch oder auch Westerwälderisch oder Schwäbisch, sind Abweichungen davon. Die kann längst nicht jeder verstehen. Das ist ungünstig. Also die Verständlichkeit liegt ganz vorne bei der Begründung. Ja. Das ist die Verständlichkeit und es geht auch darum, das ist ein bisschen so ein Psychoargument, Dialektsprecher werden oft als nicht so gebildet wahrgenommen. Da kann ich so gebildet sprechen, inhaltlich, wie ich will, wenn ich ruhrgebietsmäßig sage, was ist das denn hier? Also, da haben wir sicher geforscht, haben wir geforscht an eine Sprache und die Sprache... Also die Sprache in ganz Deutschland, die müsste jetzt Standardlautung sein. Doch, das ist jetzt Standardlautung. Da würden viele sagen, ob das so stimmt. Wahrscheinlich würden die aber gar nicht so weit kommen, nachzudenken über den Inhalt, sondern sagen, dem höre ich gar nicht weiter zu. Dem traue ich gar nicht zu, dass der überhaupt gebildet ist und mir irgendetwas sagen kann. Also Verständlichkeit und Glaubwürdigkeit auch. Ja, und das ist natürlich quasi ein Vorurteil. Ne? Jemand kann Dialekt sprechen und absolut kluge Sachen sagen. So, ja. Aber das gehört dazu, ne? Genau, jetzt habe ich mehrere Interviews mit Synchronsprechern gesehen und die Berlinern da auch total, also sehr viele. Die kommen anscheinend häufiger aus Berlin mit Icke und Kene. Ist die Standardlautung dann etwas, was man ein- und wieder abstellen kann? Ich meine, mich erinnern zu können, dass du gesagt hast, das müsste man bestenfalls auch in den Alltag integrieren, damit das vor dem Mikrofon besser klappt. Das gilt für Menschen, die Standardlautung lernen, die dabei sind, das zu lernen. Die sollten das jederzeit und immer sprechen, damit die nicht immer nur einmal am Tag das eine halbe Stunde üben. Am besten sollten Lernende das in ihrer gesamten Wachzeit tun. Aber Profis, so wie ich und die Menschen, mit denen du da gesprochen hast, die können das jederzeit an- und abstellen. Das habe ich dir ja vorhin auch gezeigt. Ja. Also ich kann jederzeit Ruri-mäßig sprechen. Ich kann Wurst und Kirche sagen. Und ich kann sofort auch Wurst und Kirche sagen. Das ist kein Problem. Das ist quasi eine Fremdsprache, die ich an- und ausschalten kann. Und wie war dann bei dir dieser Lernvorgang oder dieser Übergang hin zur Standardlautung? Der war lang und zäh. Ich dachte immer, ich könnte
ich würde Hochdeutsch, also Standardlaut, so sprechen. Und irgendwann kam dann raus, als ich in Wien lebte, da habe ich einmal eine Führung für meine österreichischen Mitstudenten gemacht. Und da sagte ich vor einem Bild, so, hier ist der König. Das ist ja soweit Standardlautung, hier ist der König. Und dabei ist ein königlicher Hund. Das ist nämlich ein Yachthund. Und die lachten sich kaputt, denn ein Yachthund wäre ja ein Hund, der auf einer Yacht lebt. Für Westfalen ist die Yacht aber außerdem auch noch das, was wir in Standardlautung Jagd nennen. Also es war ein Jagdhund. Da brauchte ich lange, um alle Regeln nicht nur zu wissen, sondern auch anzuwenden. Und ich kann mich erinnern, dass ich mich beim Hessischen Rundfunk beworben habe als Sprecher. Und da kam dann als Antwort, naja, da sind aber noch ein paar Westfalismen drin. Und ich hatte da schon längere Zeit, also nicht nur Monate, sondern vielleicht auch Jahre daran gearbeitet, Standardlautung zu üben. Mhm. Also es war lang. Ich brauchte Zeit und musste da ackern. Mhm. Weißt du ungefähr, wie viel Jahre kannst du das so, oder gibt's? Also vielleicht 2 ja. oder so, vielleicht aber auch länger. Also manche Dinge hielten sich aber zäh. Ja. Und ehrlich gesagt habe ich auch, lerne ich immer noch ein bisschen dazu. Mhm. Immer mal wieder, so alle 2-3 Monate lerne ich irgendwas Neues oder so. Und Sprache entwickelt sich ja auch. Es ist ja keine Naturwissenschaft, diese Standardlautung. Und bezüglich dazu, wie hat sich deine Einstellung zu Dialekten gewandelt oder ist sie geblieben? Sagst du jetzt, wir sollten die alle überwinden und die Standardlautung quasi verbindlich einführen? Auf gar keinen Fall. Dialekte sind super. Dialekte sind das Salz in der Suppe der Sprache. Die bringen Farbe rein. Also wenn du Westerwäldisch sprichst oder ich Ruhrgebietsdialekt, ist ja kein Dialekt, aber ein Regiolekt, also eine Sprache, die einer bestimmten Region gesprochen wird. Das ist sehr, sehr menschlich, sehr persönlich. Wenn ich im Ruhrgebiet bin oder in Münster, wo ich lange gelebt habe, und höre die Menschen sprechen, dann fühle ich mich direkt zu Hause. Das ist genau so. Also wenn du Westerwälderisch sprichst, dann werden dich die Menschen im Westerwald sofort verstehen und viel mehr akzeptieren, als wenn du Standardlautung sprichst. Und sowas läuft subkutan ab, sozusagen. Das ist nichts, was die Menschen denken, sondern die fühlen das. Wisst es mir? Trotzdem. Ja. Trotzdem ist es gut, wenn es Standardlautungen gibt, denn immer wenn man von möglichst vielen deutsch sprechenden und verstehenden Menschen versprochen werden will, muss man diesen Standard haben. Und es ist zum Beispiel auch absolut nötig, so einen Standard zu haben für alle, die Deutsch als Fremd- oder Zweitsprache lernen. Die müssen wissen, wie geht das richtig. Sonst lernen sie irgendeinen Dialekt. Und ich kann es mir ganz schrecklich vorstellen, wenn jemand nach Deutschland kommt und im tiefsten Schwaben oder Niederbayern oder Sachsen oder vielleicht auch in deiner Heimat Deutsch lernt und glaubt, das sei Deutsch. Und das ist dann aber ein dialektales Deutsch. Und dann müssen die nochmal zusätzlich lernen, wie denn dialektfreies Deutsch geht. Ja. Das muss ja nicht sein. Ja. Das wird übrigens auch gemacht, wenn wir andere Fremdsprachen lernen. Wenn wir an der Schule Englisch lernen, dann ist es erstens britisches Englisch, glaube ich immer noch, und zweitens nicht irgendein Cockney oder schottisch angefärbt oder walisisch oder sonst irgendwie, sondern auch eine bestimmte Standardlautung. Das geht im Französischen und Italienischen genauso. Hm. Ja, du wirst es mir kaum glauben, aber im Westerwald hat man immer schon gesagt, dass ich zu viel Hochdeutsch rede. Also die relativ gesehen ist relativ das gesehen, so. Ja, genau. So, jetzt will man professionelle Sprecherin werden und stellt fest, dass man so eine dialektische Färbung hat oder einen Sprechfehler. Sollte man dann nicht das Einsehen haben und sagen, okay, das mit dem Berufswunsch Sprecherin, das lasse ich mal lieber sein? Nein, wieso? Also, naja, das ist ja etwas, was einem verhindert, in dem Olymp der Sprecherinnen aufgenommen zu werden. Moment, vielleicht habe ich über die Frage nicht nachgedacht, sondern über das Wort dialektisch, weil ich muss jetzt das, was das Wort
dialektisch bedeutet, mal eben erklären, und das erklärt auch, wer ich bin. Dialektisch bedeutet entweder spitzfindig, ich bin da jetzt mal spitzfindig, oder es bedeutet, in der Art der Dialektik zu denken, also in Gegensätzen. Was du meinst, ist dialektal. Dialektal. Also wenn jemand dialektal spricht. Stell nochmal die Frage und finde ich vielleicht eine Antwort. Also, um Sprecherin werden zu wollen, man will jetzt Sprecherin werden und man hat eine dialektale Färbung, ja, oder sogar mehrere Sprechfehler, sollte man dann nicht das Einsehen haben und sagen, okay, das mit dem Berufswunsch, Sprecherin zu werden, das lasse ich mal lieber sein? Nee, das würde ja bedeuten, von seinem Traum abzurücken, ohne erstmal zu wissen, ob der Weg so steinig ist, wie man sich das vorstellt. Also eine Frage sollte man sich vorher stellen, das ist ganz einfach. Wie gut kann ich Fremdsprachen? Wie gut habe ich Fremdsprachen gelernt? Und zwar nicht nur irgendwie so theoretisch, sondern wie gut konnte ich im Englischen O lernen? Ne? Wenn ich sage, fällt mir ein Wort mit O ein, borrow. Wie gut kann ich auch das Englische R? Wie konnte ich das lernen? Wie gut konnte ich lispeln, das TH? Oder sage ich immer noch, this is most interesting. Wenn ich sage, this is most interesting, dann könnte es gut sein, dass ich auch keine Standardlautung lerne, weil most interesting in keiner Weise sich der englischen Aussprache annähert. Dann wird es auch im Deutschen schwierig. Aber wenn du gut Fremdsprachen kannst, dann könnte es gut sein, dass du auch die Standardlautung gut lernst. Und du musst natürlich gut und gerne sprechen wollen und Bock haben auf Regeln und das Lernen von Regeln und die Anwendung davon. Und in deinem Kopf darf auf keinen Fall so ein Mannequin sein, das dir sagt, aber ich will doch authentisch sprechen. Und darum geht es definitiv nicht. Es geht darum, richtig zu sprechen. Und danach kann man dann immer noch gucken, ob man emotional spricht oder so, wie das beim Synchronsprechen ja der Fall ist. Aber dann müsste man ja auch Schauspieler werden, Schauspielerin. Das wäre ja noch eine zweite Aufgabe. Ja. Ich bin ja auch mit einigen Sprechfehlern zu dir gekommen und habe sie überwunden, wenn auch mühselig, auch über Jahre jetzt mittlerweile. Dabei ist mir aufgefallen, dass manche Sprechfehler schwerer zu überwinden sind als andere. Du sagtest ja auch eben, so gewisse, die haben gewisse Fehler haben lange gebraucht, um ausgemerzt zu werden. Gibt es Sprechfehler, bei denen du kapitulierst und sagst, da ist Hopfen und Malz verloren? Also wenn eine Schülerin zu dir kommt und du feststellst, oh mein Gott, oder vielleicht über dieses Au oder. Also ich kapituliere natürlich, wenn ich alles getan habe, was ich als Lehrer tun kann. Na, also wenn ich alle Regeln genannt habe, wenn ich über alle möglichen Erklärungen dem Schüler, der Schülerin versucht habe beizubringen, wie diese Regel geht und auch wie es sich im Mund anfühlen muss. Und wenn ich merke, jemand kann einen Laut isoliert, also einzeln gut sprechen, aber dann im Wort nicht, oder vielleicht im Wort richtig, aber nicht im Satzzusammenhang, und er oder sie das immer wieder vergisst, dann muss ich als Lehrer kapitulieren, weil ich ja mehr nicht tun kann. Ja. Ne? Also der Schüler, die Schülerin muss den Kram selber machen. Man kann den Hund nicht zum Jagen tragen. Es gibt aber Dinge, die kann ich überhaupt vom Berufswegen gar nicht verändern. Wenn also jemand lispelt, und zwar immer, nicht nur im Englischen, TH, das kann ich als Sprecherzieher nicht verändern. Das ist eine Sache, die eine Logopädin machen muss. Sowas, ne? Oder wenn jemand stottert oder so, ne? Das sind aber so Sprechablaufstörungen oder allgemeine Artikulationsstörungen, die haben damit zu tun, dass das im Deutschen schon grundsätzlich nicht gut angebildet worden ist. Das S ist ja der schwierigste Laut im Deutschen überhaupt. Das bedeutet, wenn jemand mit einem ganz fiesen sächsischen Dialekt zu dir kommt und ich versuche das jetzt gar nicht erst nachzumachen, aber auch die Person hat eine Chance,
Sprecherin zu werden, sagst du? Absolut. Also wir haben bei uns an der Schauspielschule, wo ich unterrichte, also an der Theaterakademie Köln, da hatten wir eine sächsische Schülerin, die hat perfekte Standardlautung gelernt. Und ja, wir hatten mehrere andere Menschen, die hatten, sag nicht das Wort fies, das hast du eingeführt, also einen sehr ausgeprägten Dialekt. Das stimmt, das auch Menschen, die aus die Deutsch nicht als Muttersprache hatten. Viele von denen haben perfekt oder sagen wir mal nahezu perfekt Standardlautung gelernt. Das kann jeder, genauso wie jeder, theoretisch, ich finde aber auch praktisch, perfekt Englisch oder Französisch oder Polnisch lernen kann. Es lohnt sich natürlich für solche Dinge dann, sich ins Ausland zu begeben und gezwungen zu sein, das zu hören und ständig zu sprechen. So würde ich jedem empfehlen, sich in die Umgebung von Standardlautung sprechenden Menschen zu begeben. Da das nicht immer möglich ist, sollten der oder die aber möglichst viel die deutschen Medien hören, in denen das gut zu hören ist. Das empfehle ich natürlich den Deutschlandfunk oder WDR5 oder so, also diese sehr wortlastigen Radioprogramme. Das ist interessant. Das heißt, es gibt auch in Deutschland Regionen, wo nahezu Standardlautung benutzt wird, von Natur aus. Wenig, ja, kaum. Also es wird ja immer gesagt, in Hannover sei das so. Mir sagt aber neulich jemand, der aus der Nähe von Hannover kommt, nein, das ist nicht in Hannover. Die haben auch einen komischen Dialekt, der allerdings sehr nah an der Standardlautung ist, zum Beispiel im Vergleich zum Sächsischen. Aber es muss wohl eine Gegend etwas nördlich von Hannover geben, in der Standardlautung gesprochen wird. Und zwar nicht, weil die in den Ausspracheduden geguckt haben, sondern weil zufällig das, was besonders deutlich ist und schriftnah, dass die das von sich aus da so entwickelt haben. So, ne? Das ist eher zufällig so. Es ist ja im Übrigen sowieso so, der in Norddeutschland, sagen wir mal nördlich des Mains oder vielleicht noch etwas nördlicher, spricht man ja wesentlich schriftnäher und also näher an dem, was gut in ganz Deutschland verständlich ist, als im südlichen Bereich. Und im Osten, ja, ich bin ja Westdeutscher, ich kann ich noch nicht so genau beurteilen, Thüringisch und Sachsen-Anhalt und Sachsen, das ist schon ziemlich weit weg. Aber sagen wir Mecklenburg-Vorpommern, da wird ziemlich nah auch an der Standardlautung gesprochen. Ja. Gehen wir mal. Das sind Zufälle. Gehen wir. Sind das Zufälle oder hat damals Theodor Siebs, der hat ja quasi damit angefangen, das niederzuschreiben. 1890, dass er sich mehr an dem Hochdeutschen orientiert hat als an dem Süddeutschen. Du meinst an den Niederdeutschen, also eher Niederdeutsch oder Norddeutsch, Norddeutsch als Süddeutsch das oder Niederdeutsch als das in dem gebirgigen Teil. Das kann sein, aber es hat sich trotzdem. Ich weiß nicht, welche Macht Theodor Siebs hatte. Der hat ja ursprünglich Standardlautung für die Bühne herausgegeben, so ein Regelwerk und Aussprache-Wörterbuch. Dann auch für die Schulen, damit die Lehrer und Lehrerinnen wussten, das ist also das, was am besten jeder gebildete Mensch sprechen sollte. Wie sehr der Einfluss auf die Sprache genommen hat, ist mir nicht ganz klar. Also Dialekte sind dadurch nicht weggegangen. Es ist allerdings schon in allen Schulen, bis in die Grundschulen inzwischen auch hinunter, irgendwie klar geworden, es gibt eine Sprache, mit der man sich in ganz Deutschland verständigen kann und die sinnvoll ist, um überall verstanden zu werden. Ein Hardcore-Dialektsprecher merkt ja, wie er oder sie in manchen Gebieten einfach nicht verstanden wird. Ich aber als Mensch, der aus dem Norden kommt, sogar als noch keine Standardlautung sprach und in Wien lebte, wurde ich immer gut verstanden. Ja. Allerdings auch direkt
als Piefke bezeichnet. Die Piefkes sind die Preußen. Also ich wurde direkt erkannt als Ausländer und zwar auch als böser Ausländer von der Sprache her, denn die etwas besseren Ausländer sind die Bayern. Denn das Bayerische ist ja näher an jeder Art von österreichischem Dialekt. Ja, das ist das. Sprache ist mächtig. Ja, also wie gesagt, also ich habe jetzt laut gedacht, was für eine Auswirkung so ein Regelwerk hat. Ja. Weiß ich nicht, aber ich glaube, die persönliche Erfahrung macht es. Ja. Ja, mit der Aussprache werde ich verstanden, ja oder nein. Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass man mich nicht immer versteht, weil ich eine dialektale Färbung habe, mit welchen Methoden gehst du ran, um mir das auszutreiben? Ja, das sind teuflische Methoden. Erstmal bringe ich meinen Schülern bei, wie die deutschen Laute sich alle einzeln aussprechen. Ne? Und so weiter. Da ist schon viel zu holen. Ne? Manche Menschen denken, es heißt Qualle oder so, aber in der Standardlautung sagt man Qualle. Und wo wird das R gebildet? In manchen Dialekten wird das R vorne gebildet. Zungenspitzen-R, aber das Standardlautungs-R ist hinten, also ein Reibe-R oder auch ein Zäpfchen-R, wie wenn man so hinten gurgelt. So, und das zweite, noch deutlich schlimmere für viele Schüler, ist das Regelwerk. Also es gibt Ausspracheregeln und da stellen viele dann mit Verwunderung fest, dass wir nicht Buchstabe für Buchstabe sprechen, sondern dass längst nicht jedem Buchstaben ein Laut entspricht. Ganz grauenhaft ist für viele zu entdecken, dass es zwar den Buchstaben E einmal gibt, aber dass wir das E auf fünf verschiedene Art und Weise aussprechen können. Na, wir können kurz geschlossen E sagen. Wir können lang geschlossen E sagen, wie in Besen. Wir können kurz offen E sprechen, wie in Pech. Also E. Wir können lang geschlossen sprechen, wie in Ehre, nicht Ehre, ne, auf dem Feld, wo Korn drin nicht ist. Nicht die Ehre. Körner, ja, nein, das ist nicht wie im Ruhrgebiet, das ist eine große Ehre. Nein. So, das fünfte E ist der sogenannte E-Schwar. Zum Beispiel der letzte Laut im Wort Liebe. Also nicht Liebe. Oder auch in Vorsilben wie G und B. Also die Süddeutschen sagen schon mal, das ist meine Geliebte. Das heißt aber, das ist meine Geliebte. Das ist meine Geliebte. So, und dazu gibt es Regeln und das ist für viele ganz grauenhaft und viele haben auch keinen Bock darauf. Häufig meine Schauspielschüler, du hast es ja gut gelernt. Ich weiß aber auch gar nicht, ob das E jeweils ein Problem für dich war. Ja, es fiel auf. Bei mir war es dann Universität statt Universität. Ah, ja, da habe ich eins auch was eingebaut, was da nicht existiert. Ja. Genau, zu den Regeln kommen wir gleich nochmal ein bisschen genauer. Mhm. Also du bringst den Schülern die Regeln bei und dann lernen die das auswendig und sprechen den ganzen Tag so Texte runter und hören sich das einfach an. Das ist eigentlich dann die Vorgehensweise, oder? Ja, also die Regeln auswendig können ist erstmal das Zentrale, also erstmal wissen, wie geht es. Und der zweite Schritt, der schwieriger ist, ist das jeweils Anwenden beim Sprechen. Und etwas einfacher ist es, in einem Text anzuwenden, denn den kann man vorbereiten, man kann sich da Striche und Markierungen reinmachen. Aber die Königsdisziplin ist natürlich das Spontansprechen. Ja, also so wie wir jetzt reden, ohne dass wir einen Text vorlesen. Das, wenn man in dieser Situation perfekte Standardlautung spricht, dann ist man gut vorbereitet für den Beruf. Denn du weißt ja selber, unter Stress, wenn man im Studio Stress hat oder so, da kann man nicht lange überlegen, heißt es jetzt König oder König, heißt es der oder der, heißt es Universität oder Universität, das muss flupsen. Ja. Das muss sofort besonders, da sein. Besonders beim Synchronsprechen, da ist mir das auch aufgefallen. Wenn dann Emotionen dazukommen, ist es richtig hart. Naja, es kann funktionieren. Und
um die Effizienz mal nochmal anzusprechen. Was ist effizienter, würdest du sagen, Gruppen- oder Einzelunterricht oder liegt das an den Schülern? Wo kann man da schnellere, bessere, saubere Erfolge erzielen? Also da gibt es gar keine Frage. Einzelunterricht ist am besten, denn da kann ich den Schüler, die Schülerin die ganze Zeit knechten, beobachten, die ganze Zeit sehen und hören, was er oder sie da macht. Da kann ich viel mehr Input geben und kann viel mehr hören, was der oder die tut. Im Gruppenunterricht kann das schon mal sehr untergehen. Und es kommt natürlich sehr auf die Motivation an. Jemand, der Einzelunterricht bei mir bezahlt, der weiß, warum er oder sie das macht. Das ist dann sehr klar fokussiert auf ein Ziel, Sprecher werden oder zumindest besser werden in der Artikulation oder in sonstigen Dingen, die mit dem Sprechen zu tun haben. In der Gruppe, also sagen wir mal in der Schauspielschule, ist Sprecherziehung und gerade mein Phonetikunterricht ja nur ein Unterricht unter vielen. Da gibt es viel schöneren Sprecherziehungsunterricht, wo man Töne machen kann und so weiter. Das ist bei mir, also im ersten Semester jedenfalls nicht der Fall. Da gibt es ja so ganz schöne Unterrichte wie Grundlagen und Tanz und Improvisation und so. Das finden die viel cooler. Ja. Denn das ist ja das, was sie wollen sich ausdrücken. Und das ist ja auch das Ziel von in vielen Unterrichten, dass jemand die Hemmungen verliert und dass man nichts falsch machen kann. Bei mir kann man aber, also in Phonetik, kann man aber ganz viel falsch machen. Und es geht darum, nicht die Grenzen zu erweitern, sondern die Grenzen enger zu ziehen und zu sagen, so ist es richtig und nur so. Ich sage dann immer entschuldigend, ich habe es ja nicht erfunden. Ne? Es ist so, ich habe es nicht erfunden, ich kann es halt nur. Ne? Entschuldigung. Ja. Dafür muss man sich ja nicht entschuldigen. Und ich lebe davon, also bitte. Ja. Also man muss das auch mal sagen. Als Sprecher im Deutschlandfunk lebe ich davon, dass ich perfekt Standardlautung kann. Gut, ich habe auch eine gute Stimme und kann gut mit Texten umgehen. Also es sind noch ein paar andere Sachen, die man können muss. Das weißt du ja selber auch aus dem Synchronsprechen. Einfach nur perfekt sprechen können, das alleine macht es auch nicht. Ne? Ja, aber würdest du schon sagen, dass Schauspielstudierende ein bisschen weniger Motivation haben als die von vornherein sagen, ich will Sprecherin werden? Und meine Arbeit findet vom Mikrofon statt? Das ist sehr häufig so. Das ist sehr häufig so, weil im ersten Semester eines 8-semestrigen Studiums, da muss ich die Gruppe finden. Die sind auch jung, die sind so zwischen 18 und 22. Dann gibt es Ausreißer nach oben natürlich, also deutlich ältere. Aber das kriegen die oft gar nicht mit, wie wichtig das ist und wie lang der Weg auch sein kann. Also wie ausdauernd man schon auch üben muss, damit es wirklich gut wird. Ja, und jemand, der zu mir kommt, Einzelunterricht nimmt und sagt, ich möchte Sprecher werden, ich rede denen das ja immer aus, das weißt du ja auch. Ich habe das dir ja auch auszureden versucht, weil die Welt ja voller Sprecher und Schauspieler ist, die das alles auch könnten. Also wenn die dann zu mir kommen und dann wissen die ganz genau, dass sie das wollen. Ja. Ja, und das kostet ja auch einiges. Also die Menschen, die zu mir kommen, wissen genau, warum sie das machen wollen. Ja. Die sind oft motivierter. So, das war der erste Teil des Interviews und wie ich fand, schon sehr informativ. Was ich damals sehr interessant fand, war, dass man das E auf 5 verschiedene Arten aussprechen kann. Geschlossen, offen, kurz, lang, schwa. Und vor allem, und da bin ich mir sicher, dass sich da einige schon Gedanken drum gemacht haben, die Standardlautung überschreibt nicht den eigenen Dialekt. Das bedeutet, man kann am Ende vor dem Mikrofon die Standardlautung anstellen und ausstellen wie eine Maschine und alle können einen verstehen. Das ist doch super. Was diese Standardlautung noch genau beinhaltet, das heißt, welche Regeln, werden wir dann im Teil 2 des Interviews nächste Woche besprechen. Da gehe ich mit Joachim auf die IG-Regel ein, auf die kurz offene Regel. Wir reden über Endungen und ich werde ihn fragen, was er macht, wenn die Regie, die Tonregie sagt, das wird aber ganz anders ausgesprochen. Also, es bleibt spannend. Ich danke euch, dass ihr bisher hier zugehört habt und wünsche euch ganz viel Spaß beim weiteren Zuhören und Sprechen vor allem. Und dann bis nächste Woche. Auf Wiederhören.
Ansprechend. Der Podcast für professionelles Sprechen.